Hier ist wieder Martin Auer von der Science Sales Academy und ich möchte Sie herzlich willkommen heißen zu den Themenvideos der Science Sales Academy. Heute mit der Folge 9 und dem Thema die Verkaufspräsentation oder alles eine Frage der Perspektive oder die 5 wichtigsten Fragen, die sich jeder Vertriebler vor einer Verkaufspräsentation stellen sollte. Eine erfolgreiche Verkaufspräsentation muss zuallererst eines sein: kundenzentriert. Das bedeutet, dass sie die Fragestellungen des Kunden ganz nach vorne rücken muss. Dazu bedarf es einer gründlichen Vorbereitung. Das klingt banal, wird aber in der Praxis trotzdem häufig ignoriert. Insbesondere Neueinsteiger im Vertrieb unterschätzen oft die Bedeutung einer guten Vorbereitung. Doch auch routinierte Vertriebsprofis gehen immer wieder unvorbereitet in eine Verkaufspräsentation, weil sie sich auf ihre Erfahrung verlassen oder schlicht glauben, für die Vorbereitung keine Zeit zu haben. Was ist der größte und am weitesten verbreitete Fehler, der bei einer Verkaufspräsentation begangen werden kann und wie kann man ihn vermeiden? Der größte Fehler ist die falsche Perspektive, die bei einer Verkaufspräsentation der wohl fatalste Fehler ist. Viele Vertriebler glauben, dass bei einer Verkaufspräsentation der erste Teil notwendigerweise vom Beziehungsaufbau eingenommen werden muss, gefolgt von einer detaillierten Präsentation ihres eigenen Unternehmens und ihres Produktes. Diese Vorgehensweise ist in der Praxis häufig zu beobachten. Selbstverständlich ist der Teil Beziehungsaufbau ein sehr wichtiger und nicht zu unterschätzender. Und auch eine Darstellung der eigenen Firma gehört natürlich in eine Verkaufspräsentation. Denn als Zuhörer will man ja wissen, mit wem man es zu tun hat. Trotzdem beruht diese Vorgehensweise auf einem aus Vertriebssicht geradezu fatalen Fehler. Denn anstatt sich auf die Bedürfnisse und Interessen des Kunden zu fokussieren, werden bei einer solchen Vorgehensweise in erster Linie die Person des Verkaufsrepräsentanten und das von ihm vertretene Unternehmen in den Mittelpunkt gerückt. Was den Kunden wirklich interessiert und für welches Problem er möglicherweise eine Lösung sucht, bleibt dagegen zumindest vorerst außen vor oder wird allenfalls kurz angesprochen. In jedem Fall erhält das Kundenproblem nicht die ihm zustehende Gewichtung und Priorisierung. Daher ist dieses Vorgehen grundverkehrt. Nun, wie kann man es besser machen? Um bei einer Verkaufspräsentation nicht diesen Fehler zu begehen, sollten Sie sich im Vorfeld Ihrer Verkaufspräsentation mit den folgenden 5 Fragen auseinandersetzen. Erstens, wie ist die Problemwahrnehmung auf Kundenseite? Also, wie nimmt mein individueller Gesprächspartner das Problem wahr, für das ich ihm im Rahmen meiner Verkaufspräsentation eine Lösung bieten möchte? Wichtig dabei ist vor allem zu verstehen, dass im B2B-Bereich mehrere Ansprechpartner auf Kundenseite beteiligt sein werden. Jeder von ihnen wird eine ganz bestimmte Rolle im Beschaffungsprozess spielen und daher auch seine oder ihre eigene Sicht auf das Problem haben. Es gibt daher keine Standardantwort. Die Beantwortung dieser Frage muss vielmehr auf die jeweiligen Käuferrollen abgestimmt sein. Zweitens, welche Argumente passen für welchen Ansprechpartner? Mit welchen Eigenschaften meines Produktes kann ich als Verkäufer das individuelle Problem des Kunden am besten ansprechen? Welche Argumentationslinien sind interessant für welchen der Ansprechpartner? Dritter Punkt, dritte Frage. Wie ist das soziale Gefüge? Welche Rolle spielt die betreffende Person innerhalb des Entscheidungsfindungsprozesses im Kundenunternehmen? Wer spricht mit wem? Wie sind die sozialen Vernetzungen? Diese Frage ist eine ganz wichtige. Viertens, was sind meine eigenen Ziele? Welches Ziel verfolge ich selbst als Verkäufer mit meiner Verkaufspräsentation? Fünftens, worauf basiert meine Glaubwürdigkeit gegenüber diesen Personen? Und was kann ich machen, um meine Glaubwürdigkeit noch weiter auszubauen? Wer sich diese Fragen systematisch vor jeder Verkaufspräsentation stellt, beantwortet und die gewonnenen Erkenntnisse konsequent umsetzt, wird seinen Vertriebserfolg deutlich steigern können. Denn nur so lässt sich der größte Fehler vermeiden, der im Vertrieb überhaupt denkbar ist. Das Ignorieren des Kunden und seiner Bedürfnisse. Probieren Sie es doch einfach mal aus. Sie werden sehen, es ist ganz leicht und Sie werden einfacher mehr verkaufen.
Haben Sie dazu Fragen oder Anregungen? Wollen Sie diesen Beitrag kommentieren? Dann freue ich mich auf Ihre Kontaktaufnahme. Meine Kontaktdaten finden Sie wie immer auf meiner Homepage unter der sciencesalesacademy.de. Einfach den Kontaktbutton drücken oder das Kontaktformular nutzen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.